Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Bastel-Oase. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag heute gehabt. Und ich möchte euch mit einer schönen Karte erfreuen. Und zwar gibt es heute eine Anleitung mit Maskerieren. Nee, das ist, glaube ich, falsch. Also Masken. Maskieren, jetzt habe ich es. Danke, mein Schatz. Ich glaube, ich hatte gerade eine Wolldecke im Mund, aber auch das passiert. So, und zwar habe ich diese Karte schon einmal so hergestellt. Und da zeige ich euch, wie die Anleitung geht dazu. Und das Schöne ist, ihr braucht da nur ein Stempelset für. Drei Stempelkissen. Und wenn ihr mögt, auch die Stanzschablonen. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr keine Stanzmaschine habt, auch ohne Stanzmaschine machen. So, dann fangen wir doch gleich mal an. Ich erkläre euch, was ihr braucht, während ich das mache. Und ich habe jetzt auch hier vorne mal aufgeschrieben, wie so die Grundmaße sind, mit denen ich so ständig arbeite. Also die Grundkarte ist immer 14,5 x 10,5 cm, der erste Aufleger 14 x 10, der zweite Aufleger 13,5 x 9,5 und die Grundkarte wird gefalzt bei 10,5. Also das ist immer der Grund, mit dem ich arbeite. Und ich mache das immer so, je höher die Auflagen, manchmal braucht man vielleicht sogar noch einen Aufleger mehr als zwei, einfach immer 5 mm von jeder Seite abziehen. Also immer 5 mm kleiner. Das ist eigentlich was man sich gut merken kann. Wenn ihr bei mir auch bestellen mögt, dann schreibt mir einfach eine Mail. Hier unten findet ihr, findet ihr meine Mailadresse und dann sage ich euch, wie das alles geht. Und wenn ihr über mich bestellt, bekommt ihr auch immer noch mal so einen Bogen, wo ich einfach mal die Grundmaße mache, dass ihr das einfach auch so habt. So, und los geht's. Und zwar habe ich aus dem Farbkarton Expresso habe ich mir die Karte schon mal vorgefalzt. Die packe ich jetzt erstmal zur Seite. Und den Aufleger, wo wir stempeln. Das ist Flüsterweiß. Dann habe ich mir aus Kopierpapier den Aufleger, also die Maske, gemacht. Das habe ich mit dem Stanzformset lagenweise Quadrate gemacht und den zweitgrößten Wellenrahmen habe ich dafür genommen. Dann habe ich noch den Mond ausgestanzt und dafür habe ich lagenweise Kreise genommen und da habe ich dann den kleinsten Kreis genommen. So, das kann schon mal hier oben. Wenn ihr jetzt keine Stanzmaschine habt, ist das auch nicht so schlimm. Dann habe ich das mal einfach mal, zeige ich euch mal so, dann faltet ihr einfach das, den Bogen Kopierpapier, macht euch, mal sehen, dass ich das mal jetzt gerade raufkriege auf der Hand, macht euch in der Mitte einfach so ein Kreuz, dass ihr da genau die Mitte habt. Dann hier zwei Linien und dann einfach mit der Schere so ein bisschen im Wellenrand ausschneiden. Und dann habt ihr eben halt auch eine Maske. Also wie gesagt, das geht auch, wenn ihr noch keine Stanzmaschine habt. So, diese Maske wird jetzt auf den ersten Aufleger aufgeklebt. Und zwar mache ich das mit Klebeband, was nicht festklebend ist. Das heißt, es ist wieder ablösbar. Gibt das in der Regel immer in der Fotoabteilung, weil man die Fotos dann gut damit machen kann, damit man die auch wieder abnehmen kann. So, und da wird jetzt der Aufleger raufgelegt. Ups. Mal gucken. Das ist nicht ganz. Genau. So, und nun können wir beginnen. Und dafür nehmt ihr euch noch ein Stück Kopierpapier und reißt das einfach. So ein bisschen so
wie Berge. Einfach so abreißen. Gar nicht viel drüber nachdenken, mutig drauf los. So. Den Mond, den kleben wir auch noch auf. So, genau. Ich habe mir jetzt ausgesucht einmal das Stempelset Kissen Savanne. Ich will immer Stempelset sagen, Stempelkissen. So, das ist einmal Savanne. Dann habe ich mir das Stempelset Kirschblüte ausgesucht. Und das Stempelset Espresso. Damit sich die Farbe auch wiederfindet, die ich in der Grundkarte habe. So, und nun fangen wir schon an. So, die erste Welle zu machen oder ersten Berge zu machen. Und ich benutze hier immer so eine Kosmetikpinsel. Das geht richtig gut. Ihr könnt aber auch Schwämmchen benutzen oder Fingerschwämmchen. Damit geht es auch. So, dann fangen wir ganz mutig einfach an. Ihr legt euch das so ein bisschen, auch ruhig so ein bisschen quer. Muss ja nicht so gerade sein. Und fangt an mit Savanne. Und ich lege auch immer noch mal extra so, dass ich das noch so ein bisschen abtupfen kann, damit das nicht zu dolle wird. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen zu dolle gemacht. Also ruhig noch ein bisschen mehr abtupfen. So. Und jetzt noch mit dem kleinen mache ich jetzt noch, gehe ich noch mal ein Espresso. Und setze dann nochmal die Linie so ganz leicht runter. Aber nur so ganz leicht. So. Genau, das gleiche machen wir nochmal ein bisschen weiter tiefer. Auch wieder erst mit Savanne. So, dann werde ich mal gucken, dass ich das nicht so doll mache. Es macht unheimlich viel Spaß. Und gibt eben halt einen tollen Effekt und ist so einfach zu machen. So, und auch hier wieder jetzt mit Espresso. Ja, ich bin ein bisschen zu tief runtergegangen hier. Also ruhig den Abstand ein bisschen weniger lassen. So, genau. Und jetzt kommt das beim Mond. Auch wieder Savanne. So, das soll jetzt nur so ein bisschen so rundherum sein. Genau. Und jetzt geht ihr nochmal in Savanne und macht hier auch den Rand. Ruhig noch so ein bisschen raufgehen. Also eigentlich immer von außen nach innen. So, und nun gehe ich auch noch mal ein bisschen in die Kirschblüte. Und mache noch so ein bisschen hier. Okay, auch noch mal so ein bisschen um den Mond. Und ich gehe jetzt auch noch mal mit Espresso um den Mond. So, und da eben halt vorsichtig. Nicht zu dolle. Genau. So, und jetzt habe ich das Stempelset Waldidylle dafür genommen. Also ihr braucht nur ein Stempelset, um so ein Projekt zu machen.
Und da stempel ich jetzt einmal das Haus. Und da stempel ich jetzt nicht ganz drauf. Und deswegen, das stempel ich in Espresso. Und deswegen mache ich das jetzt so, dass ich da auch nochmal die Maske raufsetze. So, dann verschwindet das dahinter. Stempel mache ich gleich alle sauber anschließend. So, und das gleiche mache ich mit den Bäumen. Da mache ich auch wieder die Maske rauf. So. Und stempel. Achso, jetzt wollte ich sie eigentlich nochmal stempeln. Dann mache ich das nochmal so und dann stempel ich das nochmal ab. Und dann stempel ich sie hier unten nochmal so mit dem zweiten. Ja, das ist nicht so ganz... Okay, lassen wir so. So, und dann habe ich den Bären genommen. Den stempel ich jetzt hier unten hin. So, genau, das war jetzt auch schon das, was hier drin war. Und nun können wir schon das abziehen. Und das gibt einfach einen tollen Effekt. Ich mache das jetzt hier nochmal drunter. So, den Mond ziehen wir auch ab. So, und da sind... Also bei mir ist jetzt hier noch mal so ein bisschen übrig. Das kann man einfach so wegrubbeln. So, und nun mache ich auch noch mal in der Wanne noch mal so ein bisschen im Mond rein. Jetzt gehen wir noch mal mit der, jetzt muss ich mal ein bisschen wegruppeln hier. Jetzt gehen wir noch mal mit der Maske rauf und gucken mal so, dass wir jetzt hier auch noch mal, da gehen wir jetzt auch noch mal mit, erst mit Savanne. Immer vorher abtupfen, dass ihr da nicht so eine dicken Placken drauf habt. Gucken, reicht mir das schon? Ja, das reicht mir schon. Dann gehe ich jetzt hier noch mal mit Espresso rein. Und da, wie gesagt, eben halt nur ganz vorsichtig am Rand. Ich glaube, mit dem Schwamm wäre das besser gegangen als mit diesem Pinsel. Das muss ich nochmal mit dem Schwamm ausprobieren. So, dann habt ihr das auch schon fertig. So, und jetzt einfach wird einfach der Rand gemacht. Da geht ihr jetzt auch wieder. Und geht jetzt eben halt großzügig da so rüber. Ja, hier war ich jetzt ein bisschen zu dolle. Also wie gesagt, ordentlich immer abtupfen, dann sieht das einfach besser aus. So, ich gehe auch noch mal in die Cashblüte rein. So, und jetzt stempel ich noch mal einen Spruch da drauf. Da habe ich mir jetzt ausgesucht, wie schön, dass es dich gibt.
richtig rum? Ja. Dann stempel ich hier unten hin. So. Und ich habe nochmal den Zweig davon genommen. Und den stempel ich jetzt hier nochmal auch in Espresso. Einfach nochmal überall so ein bisschen hin. Und soweit ist das schon ratzifatzi fertig. Also man kann da so schnell so eine Karte machen mit so einem tollen Effekt. So, wie immer habe ich ja mein Tuch hier liegen. Das empfehle ich euch auch, dass man dann mal schnell immer die Finger kurz ein bisschen sauber machen kann. So, und jetzt kann schon der Aufleger darauf. Oh, ich habe ihn ein bisschen zu lang geschnitten. Dann nehme ich mal kurz meinen Schneider. Und guck mal, das soll nämlich 14 cm sein. Ja, nehme ich einfach ein Stück von ab. So, jetzt passt das. Dann kommt der mit Tombow-Kleber jetzt hier rauf. So, und als Effekte mache ich jetzt noch mal Steine rauf. Da habe ich nämlich die Champagnersteine. Die setze ich dann hier vorne rauf. Drei Stück. Ups. Wo ist mein zweiter geblieben? Ach, der klebt noch in meinen Händen. Der will nicht. Dann nehmen wir nochmal hier so ein. So. Sag mal, was ist denn das? Ach so, ich habe den Kleber nicht richtig erwischt. So, das muss ich nachher nochmal machen. So, und dann habe ich mir ja diesen Glitzerstift genommen, den ich euch in meinem November-Einkauf vorgestellt habe. Und der ist richtig toll. Da mache ich jetzt nochmal so ein bisschen, dass ich noch mal zum Schluss Glitzereffekte mache. Hier ein bisschen im Mond rein. Ein bisschen hier oben. Der ist so toll. Und hier vorne auch noch mal so ein bisschen. Und dann nehme ich hier vorne noch. Mache hier vorne noch mal so ein bisschen. Hin. So, und schon ist die Karte fertig. Ihr könnt natürlich innen noch auch noch mal Flüsterweiß reinkleben und dann noch einen Stempel setzen. Dann sieht sie einfach auch noch toll aus. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch hat auch diese Technik gefallen. Also man kann da so schöne Sachen mitmachen. Einfach mutig drauf los. Und wie gesagt, ihr braucht gar nicht viel Material dafür, um sowas zu machen. Und ihr seht ja, wie schnell das geht. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ganz liebe Grüße von Andrea aus der Basteloase.